So, hallo. Heute erkläre ich euch mal den Schlaufzügel und wie Pferde darunter leiden. Am Beispiel von Samos, den wir damit gerade getrenzt haben. Und man sieht, der Schlaufzügel geht zwischen den Vorderbeinen, kommt der hoch, geht durch den Gebissring hoch in die Hand des Reiters. Und wenn man an dem zieht, ich sage jetzt extra das Wort ziehen, dann hat man die doppelte Kraft der Einwirkung auf das Maul, als wenn man mit einem normalen Zügel dran zieht. Das nennt man den Flaschenzugeffekt. Wenn ihr genau darauf achtet, er will die Nickbewegung machen und der Schlaufzügel ist lang eingestellt, sonst würde man es gar nicht bemerken, wenn man ihn schon aufgenommen hätte, blockiert jedes Mal vorne im Maul mit dem Gebiss. Das Pferd müsste sich jetzt eigentlich viel mehr vorwärts, abwärts strecken und es verhält sich jetzt schon hier, weil es durch den Zügel blockiert wird. Wer Ahnung hat und genau hinschaut, sieht, dass sich Samos hier nicht richtig strecken mag. Und selbst jetzt, wo Mareike den Schlaufzügel ganz locker lässt, sieht man einen Effekt. Mit jedem Schritt wird ein Ruck vorne im Maul des Pferdes produziert. Beim Hochgehen, die natürliche Nickbewegung des Pferdes wird hier blockiert. Problem ist, was den Leuten nicht bewusst ist, wenn das Pferd seinen Kopf in der Stellung, in der Biegung zur Seite nimmt, dann nimmt es normal den Körper, den Kopf weg von der Körpermitteachse. Bei Schlaufzügeln, wenn es den Kopf seitlich gezogen kriegt, kann es aber gar nicht richtig ausweichen und die Stirnlinie seitlich verschieben, sondern stattdessen kann es nur seine Halsmuskeln rausdrücken in eine Richtung, zur Seite weg. Das heißt, es ist eine völlig unnatürliche Bewegung, die wir damit provozieren und die falsch ist und das Pferd auf Dauer kaputt macht. Von der Muskulatur her, was einfach schmerzt, ist hier die Halsmuskulatur, oben hinterm Knick, die, hier läuft ja die Wirbelsäule etwa lang. Die Gelenkzwischenräume fangen an, Probleme zu kriegen, sich zu entzünden. Und Arthrosen, die man später bei Pferden im Röntgen oder am toten Pferd sieht, führt man auch auf solche übermäßigen falschen Kopfhalseinstellungen zurück. Aber es ist nicht nur die Halsmuskulatur, die das Problem macht, sondern insbesondere über den Musculus longissimus dorsi oben, den langen Rückenmuskel, bis nach hinten zur Kruppe, über die Kruppe hinten runter. Diese ganze Muskulatur verhärtet, übersäuert, schmerzt. Das Pferd hat Schmerzen und es wird einfach sich mehr dadurch verspannen. Und auf Dauer führt Verspannung zu falschen Bewegungsabläufen, zu minimalen Mikrozerrungen, zu Reißungen in den Strukturen. Und wer will sein Pferd das antun? Doch nur Leute, die den schnellen Erfolg wollen, aber nicht, wer sein Pferd real reitet. Jetzt haben wir gerade mal die Schlaufzügel abgenommen. Jetzt sieht man erstens, dieser Ruck vorne im Maul unterbleibt. Mareike, was sagst du vom Gefühl her? Wie läuft der jetzt ohne Schlaufzügel? Fühlst du den Unterschied? Ja, er läuft trotzdem fleißiger, weiblich vorwärts. Und ist auch in seiner ganzen Haltung viel natürlicher und angenehmer zu sitzen. Und man sieht, dass er sich jetzt auch wieder richtig natürlich strecken mag. Es wird ja häufig nach den Studien gefragt, die belegen sollen, dass dieser Hilfszügeleinsatz und das Verbiegen und Verbeugen des Halses negative Auswirkungen hat. Da frage ich mal, bringt mir mal Studien, die zeigen, dass es das nicht hat. Das ist völliger Unsinn. Pferde haben Hirn und Nerven wie wir und jeder kann ja mal hingehen und seinen Hals mal schön 10 Minuten seinen Kopf zur Seite biegen. Und da merkt man, was das mit einem macht. Es tut einfach weh. Und das ist bei den Pferden genau das Gleiche. Und sie verspannen sich. Und die Verspannung führt zu einem langfristig sogar schlechteren Muskelaufbau.
Lasst die Schlaufzügel einfach weg. Bleibt geduldig. Und wenn ihr den Kopf eurer Pferde nach unten haben wollt, da gibt es was viel Besseres. Reitet raus ins Gelände, weil die Pferde dann nämlich viel mehr auf den Boden gucken, was da vor ihnen ist, und auf ganz natürliche Art und Weise immer wieder sich nach vorwärts, abwärts strecken. Und dann unten mal im Wald über die Bodenhindernisse, nehmt ihr immer wieder die Zügel auf, lasst sie wieder lang und lasst sich die Pferde strecken, kurz nehmen, strecken, kurz nehmen. Das ist gesund. Das macht die Pferde flexibel. Es gibt wirklich zahlreiche Untersuchungen, die klar belegen, dass wenn sich die Kopf-Hals-Position verändert, die Luftzufuhr verändert. Das heißt, bei einem Pferd, das hier im Kehlwinkel abgeknickt wird, verengt sich der Luftröhrendurchmesser bzw. der Durchmesser des Kehlkopfes, genau in diesem Bereich. Und wir können uns das vielleicht ganz, ganz grob vereinfacht, also wirklich ganz grob vereinfacht, nur damit die Vorstellung da ist, vorstellen wie so ein Staubsaugerröhrenschlauch. Wenn ich das hier zu eng mache, dann flacht das immer mehr ab und die Möglichkeit für die Luft durch die Röhre zu treten wird immer geringer. Und das belegen alle Untersuchungen, dass dieser Durchmesser immer enger wird, wenn man zu sehr durch die Anwinkelung des Kopfes den Hals verengt. Beim Springen haben die Dinger schon gar nichts verloren, weil man über einem Sprung und auch danach so fein die Einwirkung gar nicht machen kann, dass diese Hilfszügel ihren wahren Zweck erfüllen. Die FN sollte endlich den Einsatz der Schlaufzügel komplett von allen Abreiteplätzen verbannen. Dann würden sie was Gutes machen.